Ja, es war eine Woche, in der ständig nur altes Zeug gedanklich wiedergekäut wurde. Integrationsdebatte, Atomdebatte, Rentendebatte. Deswegen wollen wir hier heute auch einmal ein bisschen die Zukunft präsentieren. Genauer die Zukunft des Fernsehens. Sie meinen vermutlich, diese Zukunft sei 3D. Ha! Die Zukunft hier im bayerischen Fernsehen ist freilich schon eins weiter. Wir präsentieren Ihnen 4D, das interaktive Zeitfernsehen. Hier bei uns können Sie schon Sendungen sehen, die sind so neu, dass es sie noch gar nicht gibt. Schauen Sie, das hier ist meine 4D-Fernbedienung. Die Gebrauchsanleitung habe ich nicht verstanden, die war auf Koreanisch. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Man geht hier auf den Zeitstrahl, dann gibt man das gewünschte Jahr ein und herzlich willkommen und grüß Gott zu Queer, dem schrägen Trendmagazin. Wir dürfen alles sagen, außer Franz Josef Strauß verbietet es. Wieso Franz Josef Strauß? Das ist unser königlich bayerischer Ministerpräsident. Ach, die 80er, da ist was schiefgelaufen mit dem Zeitstrahl. Mich interessiert eigentlich mehr die Zukunft. Wo ist denn das jetzt? Welches Jahr bist du denn? 2010. Geil! Gibt's fliegende Autos? Ah. Nein, war schon ein Atomkrieg? Nein, die Sowjets haben 1989 aufgegeben. Was? Ja, das war für alle überraschend. Aha. Aber der Kohl regiert nicht mehr. Nein, nein, das nicht. Das macht jetzt eine Frau aus dem Osten. Da haben die Russen doch gewonnen. Nein, haben sie nicht. Du, ich schalte jetzt um. Halt, was macht denn Kim Wild? Kim, was? Also, die hat gerade eine neue Platte rausgebracht, glaube ich. Ah, und Nena? Ja, die auch. Du, ich schalte jetzt wirklich um. Konsum. Und wenn Sie jetzt wie jeden Donnerstag Ihre Interaktionstaste drücken, dann ermitteln wir in Echtzeit Ihre demokratische Meinung und passen unsere Beiträge live Ihren Bedürfnissen an. Welches Jahr bist du denn? 2050? Um Himmels Willen! War jetzt der Atomkrieg? Ach Quatsch, gibt's Deutschland noch? Selbstverständlich. Die BRD, das geeinte Deutschland. Wir sagen jetzt Konsumregion Deutschland im Protektorat der freien Konzerne, aber so im Wesentlichen, ja, ja. Ja und? Die Moslems, die Überfremdung. Davor haben wir noch immer Angst. Ah, und die Laufzeiten von Kernkraftwerken sind gerade noch mal verlängert worden. Bis wann? Bis den freien Konzernen wirklich alle alternativen Energieerzeuger gehören. Ordnung muss sein. Und wer regiert? Ja, keiner natürlich. Ist wie bei uns. Und Nena hat gerade eine neue Platte raus, einen Riesenerfolg. Und wieso arbeite ich überhaupt noch? Weil du noch nicht lange genug tot bist. Rente gibt's jetzt doch erst frühestens 10 Jahre nach Abschluss des Lebens. Bitte, wenn ich tot bin, wer bist dann du? Eine virtuelle Projektion von dir, die ein Computer gespeichert hat, das ist für den BR billiger. Aber das fällt doch auf. Überhaupt nicht. Wir zeigen einfach lauter alte Filme und Moderationen über den Atomstreit, die Rentendebatte und die Angst vor Überfremdung. Interaktives Zeitfernsehen in 4D, so ein Schmarrn. Der Fortschritt ist eben doch nie so groß, wie er glaubt, sagt Nestroy.